Going deeper. Finde dein Sein. Hallo und herzlich willkommen bei Going Deeper, meine Lieben. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast, und zwar Miroslav Großer. Er ist gleichzeitig mein Lehrer. Ich sage erstmal hallo, lieber Miroslav. Sei gegrüßt, Tanja. Du bist ja ganzheitlicher Stimmcoach, und ich mache ja auch gerade diese wundervolle Ausbildung bei dir. Der Grund, warum ich jetzt dieses Interview machen möchte mit dir, ist natürlich die aktuelle Weltsituation. Ich merke ja an mir selber, gestern hat es mich ganz fett erwischt, Existenzangst pur, ganz schwer rauszukommen. Und ich dachte mir, du hast immer so schöne Impulse, und man kann natürlich auch mit der Stimme ganz, ganz viel machen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache ein Interview mit dir, um einfach den Menschen ein paar Werkzeuge oder Ansichten an die Hand zu geben, damit sie mit dieser Krise, sage ich mal, besser umgehen können. Weil ich denke, ich bin nicht die Einzige, die von Existenzängsten oder so geplagt ist. Nicht so sehr der Virus, es ist mehr die Existenz. Mhm. Es ist, ja, ich habe da meine eigenen Ansichten, so wie du auch, das ist ganz klar. Wie siehst denn du das Ganze jetzt im Augenblick? Was läuft da? Ja, danke. Ist natürlich ein hochspannendes Thema, was jetzt hier gerade passiert weltweit, und eine große Herausforderung auch für jeden einzelnen Menschen mit der Frage eben, wie gehe ich damit um? Was ist auch mein Beitrag zu dem Gesamtgeschehen auf der Welt? Und ja, na, ich als Schwingungsmensch stelle natürlich auch die Frage, welche Schwingung sende ich aus? Mhm. In diesen besonderen Zeiten, wo es eben wirklich darauf ankommt, dass wir uns alle optimieren in dem, was wir denken, sagen und auch tun. Und da sehe ich eine hohe Verantwortung. Ich habe so eine Formulierung in den letzten Tagen in mir: Jetzt ist die Zeit, wo wir alles anwenden dürfen, wofür wir trainiert worden sind. Und das richtet sich eben natürlich auch in erster Linie an Menschen, die ja auch diesen Kanal hier sehen und besuchen, die schon viel gemacht haben im Bereich Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, wo wir viele Methoden und Werkzeuge kennengelernt haben, die alle jetzt zur Anwendung kommen können und auch sollten, weil wir sie eben jetzt genau brauchen. Und wenn nicht für uns, dann eben für unsere Mitmenschen, die teilweise von diesen Werkzeugen und Methoden noch nie gehört haben. Und auch, ja, sehe ich da den Schlüssel erstmal in der geistigen Einstellung zu der ganzen Thematik. Weil wir haben hier zwei große Wege, in die wir gehen können. Das ist wie so ein Scheideweg. Und die Frage ist halt, gehe ich als Mensch in das Opferbewusstsein rein oder in das Schöpfungsbewusstsein, als Schöpfer und Schöpferin mich zu begreifen, als Mitschöpferin zumindest und Mitschöpfer, so im Sinne von, dass wir alle gemeinsam diese Situation kreiert haben und eben auch weiter gestalten. Spannender Ansatz. Du hast ja auch mir im Vorfeld schon mal so eine Checkliste geschickt, die ich sehr, sehr spannend finde. Ja, wie kann man denn umgehen und was ist überhaupt wichtig, damit man stabil bleibt? Darum geht es mir ja jetzt auch in erster Linie im Interview. Ja, da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, tatsächlich, habe ich das kreiert? Naja, was ist mein Anteil an der Situation? Ist eine Frage, die ich stellen muss als jemand, der von der Körpertherapie, von der Psychosomatik kommt und der halt seit 25 Jahren auch Erfahrung mit Menschen hat, in dem Sinne, dass ich das immer wieder erlebe, wie Menschen sich auch massive Situationen wie Unfälle und Krankheiten tatsächlich selbst miterschaffen haben. Das ist ja eine meiner Aufgaben auch im ganzheitlichen Stimmcoaching, mitzuschauen, wie kann ich eben diesen Verantwortungsanteil auch jetzt endlich bewusst ändern und einsetzen, um halt das zu erschaffen, was ich will. Und da kommen wir zu der ersten wichtigen Frage. Bist du dir dann überhaupt bewusst darüber, diese Frage richte ich an jeden Menschen, was du willst? Willst du denn tatsächlich überhaupt Stabilität? Ist das wirklich deine höchste Priorität? Nur mal, um ein Beispiel zu nehmen, für eine Polarität, denn die andere davon ist ja Flexibilität. Und aus meiner Sicht brauchen wir in vielen Situationen beides. Sowohl Stabilität als auch Flexibilität. So, und so könnten wir einige Lebensbereiche durchgehen und schauen, was möchte ich denn da eigentlich?
Ja, um situationsadäquat reagieren zu können auf die besonderen Umstände, die wir jetzt haben, ja, brauchen wir eben die Verfügbarkeit ganz vieler Polaritäten. Und das ist ein weiteres Hauptthema, was ich immer wieder erlebe im Umgang mit Menschen, dass eine Polarität überbewertet wird und die andere entweder ignoriert oder sogar abgewertet wird. Und das Leben bringt das, so ist meine Erfahrung, immer wieder ins Gleichgewicht und sagt, schau hin, du hast bisher die ganze Zeit auf A dich orientiert, jetzt schau dir auch mal B an, denn A und B gehören zusammen, die bilden zusammen ein Ganzes. So, und wenn wir einen Teil ignorieren, dann muss das Leben uns den immer wieder präsentieren, bis wir es merken, der gehört dazu. So, wir können das nicht trennen. Wir erleben hier aus meiner Sicht auch eine ganz große Hinführung zum Erleben von Einheit. Nicht nur als Menschheit haben wir jetzt momentan ein Bewusstsein, ja, wir sind eine Menschheit, ja, und die darf sich verhalten. Es ist eine Bedrohung, ob die jetzt imaginiert ist oder real. Das ist noch ein zweiter Punkt, den wir diskutieren können. Aber das ist ja wie eine traumatische Situation, ja, die Menschen im Einzelnen in ihrem Leben ganz oft erlebt haben. Und wo die Frage ist, wie frei bin ich denn schon von meinen eigenen Traumata? Habe ich mich damit schon beschäftigt, auseinandergesetzt? Oder werden die jetzt alle hochgeholt und getriggert? Ja, denn Geborgenheit und Sicherheit sind natürlich etwas, was jeder Mensch sich auch wünscht. Das meinst du auch mit Stabilität, denke ich mal. Ja, genau, genau. Und das ist jetzt gefährdet. Ja. Ja. Also ich zum Beispiel merke ja, ja, ich meine, du weißt ja, dass ich jetzt schon über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, schon sehr mit diesen Themen konfrontiert bin, aufgrund meiner privaten Situation. Ja. Und ich bin auch froh über diesen Vorsprung, sage ich mal, weil ich mir denke, oh Gott, wenn jetzt alles zusammenkäme, wäre es natürlich ganz krass. Andererseits merke ich natürlich auch, was mich sehr, sehr beschäftigt ist und was wirklich mir persönlich jetzt zum Beispiel das allergrößte Anliegen ist, diese Stabilität und diese Geborgenheit in mir selber zu finden. Denn wie man sieht, und das geht jetzt uns allen so, kann ich die im Grunde nur bedingt im Außen finden, sprich ja, durch mein soziales Umfeld, durch meine Arbeit, wo ich mein Geld verdiene und. Ja. So, wenn das jetzt wegfällt oder gefährdet ist, wie es jetzt ist, dann komme ich ja natürlich wirklich schnell an meine Grenzen. Und dann sehe ich natürlich, wie stabil bin ich denn wirklich und wie sehr kann ich denn das schon in mir finden. Ne? Ja, das ist aus meiner Sicht ein weiterer wesentlicher Aspekt, diese Hinführung zum Inneren. Ja, durch das Wegbrechen der äußeren Stabilitäten und Gewohnheiten, wir sind jetzt alle gefragt, neu umzugehen mit neuen Umständen im Außen. Ja, und das, was ich vorhin angesprochen habe, dass da was gefährdet ist, das ist eben nur gefährdet, wenn es eben noch nicht sicher ist. So, und da ist die Frage, wie können wir diese innere Sicherheit erschaffen und erreichen? Gibt es sowas, auch jenseits von meinem Einbilden und mir selbst einreden, gibt es irgendetwas, was in diesem Leben stabil ist, worauf wir uns berufen und beziehen können? Ja, und da ist eine der Methoden, sich tatsächlich regelmäßig zurückzuziehen von den äußeren Einflüssen, von der Welt sozusagen, und in das zu gehen, was Jesus die stille Kammer nannte. Ja, die stille Kammer des Herzens, wo wir uns besinnen können auf das, was bleibt, wenn alles andere im Außen wegfällt. Mhm. Ist ja jetzt eigentlich, sag ich mal, für die meisten eigentlich eine gute Gelegenheit, wäre es, ne? Anstatt sich vor den Fernseher zu setzen und sich Dinge reinzuziehen, ohne zu wissen, ob das überhaupt stimmt, was man da so alles hört, könnte man genauso gut sich entweder alternativ erkundigen und oder natürlich auch das machen, was du jetzt sagst, nämlich echt mal diese Innenschau halten. Ne? Jetzt, wenn Menschen das noch nie gemacht haben, was würdest du ihnen empfehlen? Na, mir fällt gerade der dritte Aspekt ein, den ich ganz wesentlich finde, nämlich die Fokussierung aufs Jetzt. Ja. Weil diese ganzen existenziellen Bedrohungen, die manche Menschen jetzt potenziell wahrnehmen, der Beruf könnte wegbrechen, die Einnahmen finanziell könnten wegbrechen, die Gesundheit könnte wegbrechen, die Familie könnte wegbrechen, ja, die sozialen Kontakte sind momentan auch nicht so gut
nutzbar wie sonst, obwohl wir die technischen Möglichkeiten glücklicherweise haben. Aber stellen wir uns mal ganz kurz mal vor, diese würden auch wegbrechen und es gäbe einfach mal einen Stromausfall. Ja, und was passiert denn dann? So. Und da ist meine Empfehlung, tatsächlich immer wieder aus diesem Monkey Mind, der halt herumhüpft von einer Gefahr und Angst und Sorge zur nächsten, sich zu fokussieren auf das, was jetzt in dieser Situation gerade real stattfindet und sinnlich von uns wahrnehmbar ist. Und dann stellen wir uns doch mal die Frage, erlebe ich jetzt gerade in diesem Moment eine existenzielle Bedrohung? Und da werden die meisten wahrheitsgetreu mit Nein antworten müssen. So, das heißt also, die Bedrohung ist auch ganz viel im Kopf stattfindend. Ja. So, und diesen Geist unter Kontrolle zu bringen, ihn zu beruhigen und tatsächlich auch zu sortieren, wie du sagtest, na, die Informationen, was fühlt sich denn wahr an? Was fühlt sich authentisch an? Was braucht wirklich eine konkrete Handlung von meiner Seite? Ja, und was ist eben in der Kategorie Panikmache einzuordnen? Mhm. Ja, das dürfen und müssen wir aus meiner Sicht sortieren. Und das geht nur, wenn wir halt eine innere Zentriertheit und Ruhe haben. Und manche bezeichnen das auch als geerdet sein im Moment, in diesem Jetzt. Was passiert jetzt gerade körperlich in mir und um mich herum? Ja, und da haben die meisten Menschen hier in unserem Land den absoluten Frieden, die absolute Geborgenheit, die absolute Sicherheit. Alle sind versorgt mit Lebensmitteln, Wärme, Elektrizität und sicheren Häusern. Wir haben keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. So, von daher, also dürfen wir auch mal wieder tief durchatmen und uns entspannen, ja, und schauen, was ist jetzt wirklich konkret von mir gefragt. Mhm. Genau. Und zum Beispiel, nachdem du ja ganzheitlicher Stimmcoach bist und ja auch so arbeitest mit deinen Klientinnen und Klienten und natürlich auch mit uns in deiner Ausbildung, ist ja gerade die Stimme einzusetzen eine wunderbare Möglichkeit, genau in dieses Jetzt zu kommen, ne? Den Atem zu fühlen, die Energie im Körper zu fühlen, das Herzschlagen zu hören und natürlich die Stimme einzusetzen und sei es nur mit Summen oder Tönen. Ja, der Klang hat einfach diese Fähigkeit, uns ins Jetzt reinzuziehen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Und gleichzeitig hat er eine besondere Eigenschaft, dass er auf allen Ebenen unseres Seins wirkt. Er ist sowohl körperlich wahrnehmbar, als auch berührt er unsere Emotionen und auch die energetischen, geistigen und seelischen Ebenen, die in uns immer ja auch mitschwingen. Wir sind ja nicht nur Körper, wir sind nicht nur eine Mechanik, so wie es manchmal leider von der Schulmedizin auch betrachtet wird, eine Biomechanik, die irgendwie repariert werden muss, wenn da irgendein Symptom auftaucht. Aber meine Erfahrung ist die, dass jegliche körperlichen Symptome eben auch eine Verbindung haben zu dem Geist des Menschen, der dieses Symptom auf der körperlichen Ebene hervorgebracht hat. Mhm. Und diese geistige Ursache zu finden, kann eine weitere Ausrichtung sein und da kann uns die Stimme auch bei helfen. Zum Beispiel, indem wir einerseits dieses Team der inneren Stimmen, was jeder Mensch in sich hat und auch hört, uns genauer belauschen im Sinne von, was habe ich denn jetzt gerade hier in dieser besonderen Situation für verschiedene Ansagen in mir? Kann ich die mal sortieren? Also einerseits hören manche Menschen noch viel die Stimmen ihrer Eltern, sei es bewusst oder unbewusst. Andererseits gibt es eben diese gesellschaftsbedingten Stimmen, ne, durch Erziehung, durch Autoritäten im Außen, die ganzen Ärztinnen und Ärzte, die sich jetzt zu Wort melden. Manche nehmen auch sogar Politiker als Autoritäten wahr. Und da ist eben die Frage, wem oder was will ich denn zuhören, im Sinne von auch gehorchen, gehorsam sein? Habe ich da schon eine Autorität gefunden im Team meiner inneren Stimmen, wo ich sage, ja, diese Stimme stelle ich mal über alle anderen, weil ich einfach deren Qualität und Weisheit und Kompetenz wahrnehme in Bezug auf das Leben, was ich aus meiner Sicht nicht allen anderen Stimmen zuschreiben möchte, die da so in meinem Kopf manchmal plappern oder sich einmischen wollen, so wie verschiedene Radiosender, die gleichzeitig auf mich einströmen.
Ja, stellt sich für mich auch die Frage, habe ich schon einen eigenen Sender aktiviert, wo ich eine Sendung ausstrahle? Und wo ist denn die Quelle dieser Sendung? Also das sind so für mich sehr spannende Fragen, wenn ich erstmal auf der inneren Ebene mich mit dem Thema Stimme beschäftige und auch dann in Kontakt gehe, zum Beispiel mit meinem Körper oder sogar mit einzelnen Organen und sie bewusst befrage, was sie sich dann wünschen, was sie brauchen. Ja, viele Körper, die nicht so gesund ernährt worden sind oder auch bewegt worden sind in den letzten Monaten oder Jahren, die haben eben auch bestimmte Bedürfnisse, die lange Zeit nicht erfüllt wurden. Und ich halte das auch für einen positiven Effekt in dieser Krise, in der wir uns gerade als Menschheit gemeinsam befinden, den Fokus darauf zu lenken, was uns gesund erhält, was meinen Körper unterstützt und eben im Speziellen auch mein Immunsystem. Dazu gibt es ja ganz tolle Informationen, die kann jeder recherchieren, was stärkt das Immunsystem sowohl auf der äußeren Ebene durch die Nahrungsmittel und Substanzen, die ich einnehme, als auch auf der inneren Ebene durch meine Einstellung. Wir wissen mittlerweile von der Psychoneuroimmunologie, dass jeder Gedanke und jedes innere Bild, was wir erzeugen, die Chemie in unseren Zellen ganz klar beeinflusst und verändert. Das heißt also, wenn ich mir das Bild einer Sonne innerlich vorstelle, dann verändert sich was in meinen Zellen. Das hat eine andere Auswirkung, wenn ich denke, ich bin und bleibe absolut rein, heil und vollkommen gesund auf allen Ebenen meines Seins, als wenn ich irgendwelche Ideen habe von, ich könnte mich anstecken. Ja, klar. So, das macht sofort einen Schock und einen Schreckeffekt und eine Enge und verändert was auf der Zellebene. Und dadurch auch im Immunsystem. Und jetzt kommen wir zu der auch wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkung der Stimme, die wir normalerweise auch beim Sprechen nutzen und beim Singen. Da gibt es genug Untersuchungen, die wirklich klar belegen können, auch mit vielen Menschen, dass Summen und Singen das Immunsystem stärkt. Es gibt dafür einen Faktor, dieses Immunglobulin A, was man nachweisen kann, man kann es messen und man kann zeigen, dass Menschen, die gemeinschaftlich singen, ihr Immunsystem dadurch stärken. Das geht aber sogar auch, wenn du alleine singst und summst. Ja, sogar beim Summen, wenn die Klangenergie im Körper mehr bleibt, als wenn du den Mund aufmachst und die Klangenergie geht nach außen. Das hat alles Vorteile verschiedenster Art, die wir nutzen können. Das Instrument Stimme ist aus meiner Sicht einerseits ein Selbstheilungsinstrument, weil es uns hilft, uns selber zu regulieren in unserem Energiesystem, was ja auch ein Schwingungssystem ist, wo es darum geht, dass es harmonisch schwingt. Ja, und dieses Wort Gesundheit enthält sogar das Wort Sound in sich drin. Mhm. Sound und gesund sind miteinander etymologisch verwandt. So, und in zweiter Linie ist die Stimme eben auch ein Schöpfungsinstrument. Wir verstärken damit das, was wir im Geist wahrnehmen, indem wir es aussprechen, erstmal auf der inneren Ebene und dann eben auch im Kontakt mit Menschen. Und da ist aus meiner Sicht die höchste Form der Nutzung unseres Bewusstseins, wenn wir das mit Klang verstärken, dass wir beides zusammenbringen. Klang und Bewusstsein ergeben zusammen eben eine Art Schöpfung, eine Manifestation. Ja, wir kennen diese Formel auch von dem Begründer der Sound Healers Association in Amerika, Jonathan Goldman, hat diese Formel auch niedergeschrieben, aber sie ist auch in vielen Schöpfungsmythen enthalten. Am Anfang war Logos, das ist nichts anderes als mit Bewusstsein aufgeladener Klang. Mhm. Ja, und das finden wir in verschiedenen Schöpfungsmythen wieder und das können wir jetzt nutzen, dass wir die Gedanken, die wir als unterstützend empfinden und erleben, dass wir die mit Klang verstärken, indem wir sie aussprechen und zwar auch laut. Das ist wie eine Art Selbsthypnose. Und die bewusst zu machen, ist immer noch besser, als sich unterbewusst von anderen hypnotisieren zu lassen. Ganz klar, ja. Mhm. Nun kann man natürlich auch die Zeit nutzen, nachdem jetzt, sage ich mal, Kontakt von Person zu Person ein bisschen schwierig ist. Zum Beispiel mit dir jetzt so ein Meeting machen wie ich jetzt, ne, zu unserem Interview, wo du ja auch mit den Menschen arbeiten kannst auf diese Art und Weise. Ne? Das ist ja eine Möglichkeit. Ich zum Beispiel, ich finde es immer ganz spannend, dann echt ein Gegenüber zu haben, wie dich zum Beispiel, wo du deine Intuition und dein ganzes Wissen einsetzen kannst, um die Menschen einfach
in eine gute Spur zu bringen, sag ich mal, ne? Mit den richtigen Fragen, dass man einfach auf Dinge drauf kommt, ja, okay, was hindert mich eigentlich? Oder wie komme ich denn jetzt zum Beispiel raus aus dieser Angst oder was auch immer, ne? Das genau, funktioniert ganz gut, oder? Oder wo ist sogar auch erstmal die Ursache davon? Also wann ist diese Angst entstanden? Von wem kommt die? Ist die wirklich aus mir entstanden oder hat jemand anders mir die eingeimpft? Und ich verwende dieses Wort jetzt bewusst. Und da zu schauen, was ist denn das, was die Wahrheit meiner Seele ist, damit in Kontakt zu bringen, das ist ein wesentlicher Anteil. Und ja, Stimmcoaching funktioniert auch online. Ich habe das jetzt ein paar Mal auch schon praktizieren dürfen. Es funktioniert sogar ganz gut. Ja. Klar könnte man sagen, da fehlen so ein paar Ebenen der Wahrnehmung, die wir halt im direkten Kontakt noch zusätzlich haben. Aber es bleibt immer noch ganz viel übrig. Sogar übers Telefon funktioniert das. Ja, klar. Ja, und was ich mache, ist einfach, die Selbstwahrnehmung zu unterstützen, um in die Selbstermächtigung wiederzukommen und zu schauen, wie habe ich selbst etwas miterschaffen und wie kann ich es jetzt neu wählen und neu erschaffen, indem ich auch Entscheidungen treffe und eben die Möglichkeiten nutze, die mir zur Verfügung stehen, um das zu bewirken, was ich wirklich in meinem Leben erleben möchte, was eben dann zu meiner Wirklichkeit wird. Also es funktioniert super und ich würd euch das jetzt wirklich auch empfehlen, das zu tun, weil es geht ja jetzt nicht nur, deswegen nennst du dich ja auch ganzheitlicher Stimmcoach, weil es eben jetzt nicht nur die Stimme betrifft, wobei die Stimme natürlich ein, du sagst ja immer, Wahrgebungsinstrument auch ist. Mhm. Ja? Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, die Stimme zu optimieren, kann man jetzt natürlich auch nutzen, sondern es geht wirklich darum, den eigenen Ausdruck auch zu finden. Ne? Einerseits das, und das kann auch mit körperlichen Stimmtrainingsmethoden unterstützt und verstärkt werden, doch wir kommen dann meist irgendwann an eine Grenze, die mit unseren Emotionen zu tun hat, mit unseren mentalen Einstellungen. Und die werden eben im ganzheitlichen Stimmcoaching auch untersucht, bis hin zu der Ebene, die wir die spirituelle oder seelische Ebene nennen, die energetische Ebene, wo die Frage ist, was ist denn meine Bestimmung? Bin ich damit schon im Einklang? Und kann ich eventuell diese besondere Zeit, wo auch das Leben sich um mich herum entschleunigt, nutzen, um das nochmal abzudaten, wirklich mich zu fragen, bin ich denn in meiner Spur, wie du so schön sagtest, ja, und verwirkliche ich mein höchstes Potenzial, mit dem ich hierher gekommen bin als Seele, in dieses Leben, als Mensch, mit diesem Instrument und Fahrzeug namens Körper, ja, wo wir einfach schon auch Fähigkeiten erlernt haben in den vielen Jahren unseres Lebens, wo die Frage ist, sind die tatsächlich optimal eingesetzt? Und zwar nicht nur für mich selbst und meine Familie, sondern auch für die Gesellschaft und Gemeinschaft und sogar die Menschheit als Ganzes. Mhm. Wie viel Sinn habe ich da schon erfüllt? Also was ist für mich auch erfüllend als Mensch? Ist aus meiner Sicht eine wichtige Frage, die eben auch mit Gesundheit zu tun hat. Und zwar möchte ich hier die Salutogenese erwähnen, wo ich empfehle, sich damit auch mal zu beschäftigen. Weil die Salutogenese nennt sich eine Wissenschaft von der Gesundheit und Gesunderhaltung und Gesundwerdung, die dieses Kohärenzgefühl ganz stark betont. Also das Gefühl von in Resonanz sein mit dem Leben, im Einklang sein mit dem Leben und natürlich mit mir und meiner Umgebung auch, wo die Frage ist, sehe ich schon einen Sinn in all dem, was ich tue? Kann ich den verstehen und kann ich damit umgehen? Kann ich mich konkret einbringen in dieses Leben? Kann ich schöpferisch tätig werden? Mhm. Ja, und genau das ist ja jetzt auch das Spannende an dieser Situation. Ne? Und ich finde, es lohnt sich durchaus auch, auf diese positiven Dinge zu sehen, weil die Sicherheit oder die vermeintliche Sicherheit bricht bei vielen weg oder wird wegbrechen. Selbst Menschen, die angestellt sind, sind nicht sicher in ihrem Job. Sowas gab es ja eigentlich überhaupt, also außer in Kriegszeiten früher ja überhaupt nicht in all den Jahren. Ne? Das und dann natürlich auch zu sehen, wie gut es für die Natur ist, für die Erde ist, was jetzt passiert, dass sie sich wieder erholen kann, endlich mal, dass wir alle wieder mal durchschnaufen können, ohne dass wir ungesunde Luft einatmen müssen. Ne?
Ich meine, ich lebe am Land, aber du lebst in Berlin, das ist ja nochmal was anderes. Also es gibt ja ganz, ganz viele Chancen. Und gerade, um dann nochmal darauf zurückzukommen, seine Bestimmung zu finden, ist ja jetzt natürlich auch eine große Chance dafür. Wie würdest du jemanden, der jetzt zu dir kommt, dabei helfen, zum Beispiel? Ja, ist natürlich eine ganz tolle Frage. Und ich habe dir auch im Vorfeld diesen Glücksfragebogen gesendet, der dafür ganz wichtige Fragen stellt. Denn Bestimmung hat ja etwas zu tun mit sich auch erfüllt und glücklich damit fühlen, genau das zu tun, was ich gerade tue, weil es eben so viel Sinn hat. Ja, und weil ich genau dafür gemacht und geboren und auch eben trainiert worden bin. Das ist bei den meisten Menschen etwas ganz Einzigartiges. Etwas, was niemand anders so machen kann. Mhm. Ich glaube daran, dass jeder Mensch eine einzigartige Bestimmung hat und die eben verwirklichen kann, wenn er das möchte, wenn er sich darauf ausrichtet. Das ist einfach auch eine Frage. Möchte ich denn mein höchstes Potenzial verwirklichen? In Wahrheit, Licht und Liebe und Freiheit. Und bei mir zum Beispiel auch im Klang. Ja, und was bedeutet das dann? Was ist dann das höchste Potenzial davon? Und bei der Wahrheitsliebe fängt es aus meiner Sicht an, die jetzt hier auch ganz stark nochmal abgefragt wird durch diese Situation. Denn viele von den verschiedenen Strategien, sich selbst zu belügen, ja, die werden jetzt an die Oberfläche des Bewusstseins gehoben. Und wir dürfen uns alle fragen, ja, was ist jetzt hier wirklich wahr? Und ist das eine Wahrheit, die von außen kommt, oder ist es eine Wahrheit, die ich von innen erschaffe? Und wie gehört das beides miteinander zusammen? Weil sich im Einklang zu fühlen mit sich selbst und im Leben bedeutet eben, beides wahrzunehmen, sich selbst und das Leben im Außen. Und zu schauen, wie ist die Verbindung zwischen beiden? Und was kann ich dafür tun, um diese Verbindung zu stärken und zu nutzen, sowohl für mich als auch für andere, die vielleicht noch viel weiter von diesem Gefühl entfernt sind, eben wie du auch sagtest, sich geborgen und sicher zu fühlen im Leben und zwar auch über die äußeren Umstände hinaus. Ich kenne Menschen, die sind super reich und sind trotzdem entweder krank oder absolut unsicher und in Sorge um ihre Existenz, obwohl sie vielleicht sogar 1 Million auf dem Konto haben, weil ihre ganze innere Ausrichtung nicht diesen Kern gefunden hat bisher, der eben uns wirklich Stabilität vermittelt und zwar bis hin zu einer Angstfreiheit in Bezug auf den körperlichen Tod. Das ist möglich und auch das wird jetzt hier nochmal ganz klar abgefragt, ne, wo Menschen dort stehen in dieser Hinsicht. Mhm. Und das Traurige ist eben, dass die Angst vor dem Tod, die teilweise auch von der Schulmedizin nochmal verstärkt wird, nicht nur früher schon, wo Menschen Aussagen bekommen haben, ja, sie haben noch 3 Monate zu leben, denn sie haben einen Krebs dort und dort. Ja, das ist ja auch eine Art von Hypnose und Suggestion, wo viele Menschen schon bewiesen haben, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass Menschen viel mehr Selbstheilungskräfte in sich tragen, als die Schulmedizin ihnen zugetraut hat. Ja. Also da gibt es genug Beweise für, dass der Geist über der Materie steht. Mind over matter wird es im Englischen genannt. Da gibt es so viele Anekdoten und Geschichten über sogenannte Wunderheilungen, die nur deswegen Wunder sind, weil eben nicht genau hingeschaut wird, auf welcher Ebene die Änderung passiert ist. Und diese Änderung, die manchmal wie so ein Switch, wie ein Schalter umlegen ist, zum Beispiel vom Opfer aufs Schöpferbewusstsein, diese Änderung kann tatsächlich innerhalb von Sekunden und Minuten geschehen, wenn ein Mensch dafür bereit ist. Und diese Bereitschaft können wir einerseits vorbereiten und andererseits ist es aber auch ein Akt der Gnade, dass das Leben ganz oft erst auf bestimmte Momente wartet, wo es sagt, okay, jetzt kriegst du das, was du dir die ganze Zeit gewünscht hast und worauf du dich ausgerichtet hast. Und wo wir dich getestet haben, ob du wirklich dabei bleibst, weil wir haben jetzt hier auch einen Riesentest. Klar. Für all diese ganzen, zum Beispiel auch spirituellen und esoterischen Affirmationen und Techniken und Strategien, funktionieren die denn jetzt? Ja. Wie viel von diesen sogenannten Heilmethoden hält denn jetzt einer Überprüfung stand?
Ja, können wir wirklich unser Immunsystem und unseren Körper und auch unseren Geist so stabilisieren, dass wir von so einem kleinen Minivirus überhaupt nicht angegriffen werden können? Ja, können wir in dieses Gefühl von Unangreifbarkeit kommen, weil wir schon mit unserer Essenz verbunden sind? Das wird abgefragt und getestet. Ja, und da dürfen wir einfach auch uns als Schülerinnen und Schüler des Lebens begreifen und weiter üben und trainieren und unsere Hausaufgaben machen. Und worin bestehen die denn? Ja, das heißt, für mich zum Beispiel das ganze Mindset durchchecken, was wir haben in Bezug auf Gesundheit und Körper und Immunsystem und Leben. Ne, was ist denn das für mich überhaupt, Leben? Worin besteht denn die Essenz des Lebens? Und bin ich damit schon verbunden? Mhm. Und das ist bestimmt nicht einkaufen. So. Ja. Einkaufen und sich aggressiv anschnauzen zu lassen, weil man den nötigen Abstand oder den scheinbar nötigen Abstand nicht wahrt. Ne? Nein, ich weiß, was du meinst. Ja klar, das ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit. Und trotzdem sage ich noch, vielleicht für Menschen, denen es nicht so ganz klar ist, wie man denn dahin kommt, was würdest du sagen? Was, oder ist es für jeden Einzelnen etwas anderes? Oder ja, wie gehst du das? Ja, danke, dass du nochmal zurückkommst auf die Frage. Ich habe mich auch ein bisschen von mir selbst ablenken lassen. Jetzt. Ich werde auch teilweise ein bisschen emotional, wie du merkst. Ja. Und dieses Finden der eigenen Bestimmung ist aus meiner Sicht eben erstmal eine Frage der Absicht. Ja. Und die darf wirklich klar formuliert werden. Und da empfehle ich eben das Einsetzen der Stimme auch, so dass wir hier auch eine Ebene aktivieren, die nenne ich die magische Ebene, die eben in der Natur von jedem von uns spürbar ist. Wenn wir uns in eine möglichst ursprüngliche Natur begeben, dann können wir diese Magie des Lebens wahrnehmen. So, und wir sind ein Teil davon, wir Menschen. Und wir können mit dieser magischen Ebene in uns und um uns herum auch kommunizieren. So, wir können uns da Unterstützung geben lassen, auch von jedem einzelnen Baum, mit dem wir in Kontakt gehen. Ja, und erstmal eine Verbindung herstellen zu dieser Natur, die wir selbst sind. Das geht über die Wurzeln, die wir eben genauso haben wie ein Baum, auch wenn wir die vielleicht energetisch haben, weil wir das Glück haben, eben durch die Gegend laufen zu können. Und auch diese Wurzeln nach oben, sage ich mal, in diesen geistigen Bewusstseinsbereich, wo die Frage ist, wann habe ich mich denn zum letzten Mal mit der höchsten Quelle des Lebens verbunden? Kann ich das vielleicht jetzt mal tun? Ist mir das in irgendeiner Weise wichtig? Interessiert mich das überhaupt? Und wenn ja, ja, dann bitte setz dich doch mal hin. Nimm dir diese Zeit, schalte einfach mal alle Telefone ab und sag einfach, dass du nicht gestört werden möchtest, falls du mit anderen zusammenwohnst. Und nimm dir die Zeit, einfach mal, und zwar auch gerne mit der Stimme, zu benennen, dass du dich mit dieser Essenz und Quelle des Lebens in Verbindung bringen möchtest. Und das alleine kann tatsächlich schon Wundersames bewirken. Also ich merke zum Beispiel jetzt allein dadurch, dass wir darüber sprechen, verändert sich meine Energie. Ich kann was wahrnehmen, dass wir jetzt sozusagen eine andere Energie reinbekommen, weil wir uns mit der Quelle des Lebens gerade über dieses Gespräch verbinden. Ja, und sei es nur erstmal, dass wir darüber sprechen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst mit dieser Quelle direkt in Kontakt, wie auch immer du sie nennst. Ja, dafür braucht es keine Religion, dafür braucht es keinen spirituellen Überbau, irgendein Konzept oder so. Das ist einfach klar, das, was hier um uns herum in der Natur wächst und gedeiht seit Milliarden und Billiarden und Trilliarden von Jahren, das hat irgendeinen Ursprung. Und dieser Ursprung hat auch uns hervorgebracht, uns Menschen. Und mit diesem Ursprung können wir uns verbinden, um halt auch mehr in Kontakt zu kommen mit diesem Sinn, warum wir als Menschen genau so sind, wie wir sind, durch unsere Biografie, durch unsere Genetik, durch unsere Anatomie, Biologie, Kultur und Gesellschaft, in die wir hineingeboren wurden. So, da muss es doch irgendeinen Sinn geben. Ja, und die Frage ist, ob dich dieser Sinn interessiert. So. Und wenn ja, dann stell doch mal die Fragen, die dich interessieren. Sei es die Frage nach dem Sinn oder irgendetwas anderes. Aus meiner Sicht funktioniert hier ein schamanisches Gesetz sehr gut. Und das heißt einfach, alles ist bewusst und gibt Antwort. Genau. Und was ich ganz wichtig finde, ist dabei, das durfte ich auch erst, sage ich mal, oder mir bewusst machen,
dass es da gar nicht darum geht, unbedingt eine Antwort auf diese Frage zu finden, sondern einfach die Frage zu stellen und danach einfach loszulassen und zu schauen, welche Antwort bringt denn das Leben? Genau, das ist eine sehr empfehlenswerte Einstellung, nicht zu erwarten, dass sofort und gleich eine Antwort kommt. Genau. Ich habe bestimmte Fragen, zum Beispiel die Frage nach meiner Bestimmung, viele hunderte Male dem Leben gestellt, meiner Seele und der Quelle des Lebens. Und ich habe immer wieder die gleichen Antworten bekommen, nur in verschiedenen Formulierungen. Ja. Und irgendwann habe ich es kapiert, okay, da kommt nichts Neues. So, es ist einfach das, was mir schon immer gesagt wurde, was ich schon immer gefühlt habe, was mir schon immer die meiste Freude bereitet hat, mit Menschen zu tun. Und das ist so ein Kriterium für Bestimmung. Etwas, womit du dein Leben lang sowieso schon verbunden bist auf einer inneren Ebene und sei es sehr subtil. Doch dieses Subtile kann verstärkt werden, indem du es konkret praktizierst, jeden einzelnen Tag. Das trainiert uns dann natürlich und wir erlangen dann Kompetenzen in diesem Bereich. Es gibt so Studien zum Thema Expertentum. Um ein Experte zu werden, hat man herausgefunden, braucht man etwa 10.000 Stunden Beschäftigung mit einem speziellen Thema, einem speziellen Medium. So, das heißt also, es macht Sinn, damit jetzt endlich mal anzufangen oder auch weiterzumachen. Das, was uns sowieso total interessiert, wo wir merken, da haben wir ein Faible für und auch ein Händchen, da sind wir irgendwie begabt, das einfach jeden Tag zu praktizieren, um darin noch tiefer einzutauchen und auch noch besser zu werden im Umgang damit. Um dann eben auch Menschen etwas davon schenken zu können, womit wir sowieso im Innersten verbunden sind. Wo wir sagen könnten, ja, das ist mein persönlicher Draht zum Leben. Da fühle ich mich am lebendigsten. Und bei mir ist es eben der Umgang mit Klang. Ja, deswegen habe ich es gewählt, als Musiker aktiv zu sein und als Sänger und eben auch als Stimmcoach. So, wo ich merke, es geht nicht nur um physische Klänge, sondern es geht auch um Klänge auf energetischen Ebenen, die ich mittlerweile sogar auch hören und wahrnehmen und fühlen kann, wo es mir eine große Ehre ist, dass ich die Gnade habe, Menschen unterstützen zu dürfen, sich selbst besser auf die Musik des Lebens einzustimmen. So nenne ich das. Und ich habe das damals herausgefunden, als ich ein bisschen damit gehadert habe, dass ich doch meine Bestimmung im Bereich Klang und Musik gefunden und gewählt und empfunden habe und trotzdem das Leben mich auch dahin geführt hat, dass ich ziemlich viele Stimmcoachings gegeben habe, wo ich mich gefragt habe, ja, was hat denn das so mit Musik zu tun? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oha, das ist eine sehr hohe Kunst von Musizieren, die ich hier praktiziere, wenn ich Menschen unterstütze, harmonischer zu werden mit sich selbst, mit ihren Liebsten und Mitmenschen und auch mit ihrer beruflichen Situation und mit dem Leben insgesamt, auch auf der körperlichen und gesundheitlichen Ebene, dieses Harmonisieren und quasi die Musik des Lebens durch uns durchfließen zu lassen. Das ist für mich eine ganz, ganz große Freude, die ich immer wieder sehr genieße, wenn ich Menschen einzeln oder in Gruppen begleiten darf. Und da erlebe ich mich tatsächlich als eine Art Musiker, manchmal auch als ein Dirigent, wo ich sage, ja, das ist meine Bestimmung und die erfülle ich sehr, sehr gerne. Ich fühle mich reich beschenkt, ich persönlich, durch dieses Interview, weil es mir gleichzeitig vorkommt wie ein Coaching jetzt von dir, weil du ganz, ganz viele Seiten in mir ansprichst, ne? Weil ich ja gerade auch selber so ein bisschen auf der Suche bin. Und ja, wunderschön. Ich finde auch diesen Gesprächsverlauf sehr spannend, wie wir jetzt quasi von der aktuellen Krise, die ja auch Chance bedeutet, ne? Krise, hin zu Bestimmung. Ja, und ich möchte gerne empfehlen, sich mit dem Thema Stimme näher zu beschäftigen, weil die Stimme trägt eben etwas in sich, was uns zu der Bestimmung hinführt. So wie manche Menschen automatisches oder intuitives Malen und Musizieren und auch Sprechen praktizieren oder schreiben,
So können wir das auch mit der Stimme praktizieren, dass wir die Stimme einfach mal durch uns durchströmen lassen und diese Klänge selbst genießen, die dann aus ihr herauskommen, wenn wir mal nicht der Stimme vorschreiben, was sie tun soll, was ganz viel passiert, so nach dem Motto, sag dies oder sing das, sondern der Stimme den Freiraum geben, sich frei zu bewegen und dadurch eben einerseits diese energetische Selbstregulation zu bewirken, die ich vorhin angesprochen habe, andererseits auch einen emotionalen Ausdruck von Energien, die vielleicht schon lange nicht mehr so frei rausfließen durften aus mir. Es kann eben auch wirklich emotional werden, wenn wir das erlauben und uns davon berühren lassen, von der Kraft der eigenen Stimme. Und dann eben, wenn wir irgendwann das Gefühl haben, leer zu sein von altem Zeug, dann zu spüren, was dann kommt. Weil dann wird es erst richtig spannend. Weil dann kann die Seele irgendwie frei auch durch die Stimme durch agieren, sei es im Sprechen oder im Singen. Und ich empfehle es ruhig mal auszuprobieren, sich quasi eine Art Selbst-Channeling zu geben. Die eigene Seele zu channeln, im Sinne von, erlaub doch mal, deinem tiefsten Inneren durch dich zu dir selbst zu sprechen. Heutzutage haben wir das alle leicht, das auch mal aufzunehmen, zum Beispiel durch eine App in deinem Smartphone oder wenn du am Computer die Möglichkeit hast, und sich das später auch nochmal anzuhören oder sogar auch niederzuschreiben und zu schauen, was davon kann ich wirklich verwirklichen, um die Wirklichkeit meines Lebens aktiv mitzugestalten und eben zu erfassen, dass ich ein gefragter Mitschöpfer bin, eine gefragte Mitschöpferin, deren Kompetenzen und Qualitäten genau jetzt gebraucht werden. Und zwar erstmal von mir selbst sowieso auch, um mich in einen super guten Zustand zu bringen. Und dann natürlich auch für meine Mitmenschen und vielleicht auch für größere Gruppen, je nachdem, was eben deine Bestimmung ist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du sie weiter und noch mehr erfüllen kannst in diesen Tagen, in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, wo ich sage, wow, ist das hochspannend. Ich freue mich tatsächlich darauf, was jetzt hier an Entwicklung geschieht auf der menschlichen Ebene. Bei all dem Leid, was auch teilweise schon geschehen ist, durch den Verlust von Menschen, die sich aus ihrer körperlichen Hülle auch schon verabschieden mussten, wo eben auch die Frage ist, warum mussten oder sogar wollten sie das? Ja. Das ist natürlich eine provokative These für Menschen, die eben auch Angehörige verloren haben oder selber in dieser Situation sind. Aber aus meiner Sicht liegt darin genau die Chance zur Heilung und auch zur Rettung. Zu fragen, was will das Leben von mir und was will ich vom Leben? Und als nächstes dann, was will ich dem Leben noch geben? So, wenn ich mal aus dem Nehmen-Modus rauskomme, was habe ich zu geben und wie kann ich das am besten machen? Genau die Frage, die ich mir jetzt jeden Tag stelle. Ja, super. Und deswegen danke ich dir auch sehr, Tanja, dass du dieses Interview initiiert hast, weil das ist etwas, was wir tun können. Und möge es wenigstens einen Menschen erreichen. Weißt du, wenn du jetzt vor dem Monitor sitzt oder vor dem Handy-Display und das siehst, weißt du, dann hat es sich schon gelohnt, dass wir das hier gemacht haben. Wenn auch nur ein Satz dich davon berührt hat und bewegt hat, jetzt werde ich gerade emotional, weil es mich eben auch bewegt, dann hat es sich gelohnt und ich danke dir dafür, dass du uns die Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt hast. Mach was draus und ich danke dir, Tanja, und verabschiede mich damit aus dem Interview. Namaste. Ich danke dir recht herzlich. Dankeschön.